Junkfoodtaster.com. Jetzt gibt es Schokobärchen von Sarotti. Ja, Sarotti.de. Das sieht hier, suboptimal aus. Ah, sieht aus wie Blender. Erste Übungsstunde. Naja, muss jeder selber wissen, was er für Motive drauf macht. Okay, Ausmalbilder sind drauf. 30% Kakao. Und so sieht das aus. Mal gucken, ob das so stimmt. Hier hinten also die langgezogenste Nährwerttabelle aller Zeiten. Was haben wir denn? Zucker 55,8, Fett 32. Okay. Und hier die Zutaten. Ich meine, wie man weiß, hätte man ja annehmen können bei Schokolade. Die Schokolade Standardzutaten sind hier drin. Genau, Sarotti.de, dann werde ich es mal öffnen hier. Ah, das sieht echt niedlich aus. Jetzt sind die hier alle so drin. Und hier ist das, ja, das könnte ich jetzt auch. Ja, ihr habt das vielleicht mitbekommen. Das ist wieder Tageslicht. Hat das irgendeiner mitbekommen, dass einige meiner Folgen in letzter Zeit auf künstlichem Licht waren? Jetzt ist wieder Tageslicht. Okay, sind das verschiedene Motive? Ja, okay, einmal das Bein raus und einmal steht da. Ah, einmal ist das ein Mädel. Das Mädel hat eine Schleife. Ja, seid ihr auch ein Mädel und habt auch eine Schleife? Und findet ihr, dass das irgendwie abgefahren hat? Das ist das Facebook-Quiz diesmal. Weil ich mich noch für den Winkel... Ja, ich nehme den Winkel hier, okay. So, jetzt wird hier gefuttert. Ach, das ist ein Sinus. Ich zerbreche hier mal. Ich zerbreche hier mal so einen Typen. Ja. Ist schon cremig. Oh, schwierig. Ich finde das einfach lustig. Ich finde die Figuren so unglaublich niedlich und lustig. Ja. Gebe ich's win. Ja, mach jetzt zu einer Amerikanerin in den Kommentaren schon Witze. In Deutschland ist alles Bärchen-Stuff. Ja, so ist es. Hier sind wir auch ein bisschen auf Amerikanisch. So, this is now the next German bear product. Yeah, Angel Buck is like saying in the comments, if she would be a kid in Germany, she would demand to be fed only with bear stuff. Like there's bear sausage, bear-shaped potato, fried potato stuff, and bear chocolate. So, and this is really kind of cute little signature. Yeah, boys and girls, basically. That's milk chocolate. Very simple. But I rated it win because it's so funny. You think it's funny? Does it look funny? It looks mental, doesn't it? Yeah. Looks very orderly. Nice fashion. Alright, how important is a bear in your culture? The funny story, in Germany there was a bear called Bruno, and he was from Austria, and he was the first bear on Germany within 150 years, and they shot him, and he's dead now. But a lot of bear products are around, even if the bears are dead. Okay, that's it. Thanks for watching.